Dagmar Wöhrl von Die Höhle der Löwen ist extrem verärgert. Die Unternehmerin wollte in der vergangenen Folge der Show eigentlich in den essbaren Löffel Colero investieren. Nach langen und harten Verhandlungen mit den Gründern Juliane Schöning und Hermann Schawler kam es zu einem Deal. Dafür musste Dagmar sogar einen ordentlichen Kompromiss eingehen. Statt der verlangten 20% bekam sie lediglich 14% Firmenanteile. Umso ärgerlicher war es für die 66-Jährige, als der Deal dann im Anschluss an die Ausstrahlung der Sendung platzte. Die Gründer entschieden sich nämlich gegen eine Zusammenarbeit. Gegenüber dem Magazin Gründerszene begründen sie dies mit sinkenden Bestell- und Zahlungseingängen im Zuge der Corona-Krise. Doch Dagmar Wöhrl veröffentlichte auf Twitter ein Statement, in dem sie deutlich macht, dass sie an einen anderen Grund glaubt. Es zeigt sich halt doch immer wieder, dass es Gründer gibt, die in die Sendung kommen, nicht um einen Deal zu bekommen, sondern eben die Sendezeit, um somit ihr Produkt bekannt zu machen und dadurch einen Mehrwert zu haben. Bedauere ich, ich finde es schade, ich wünsche Colero trotzdem alles Gute.